Kennst du das? Du möchtest einen Spieler kritisieren, aber die Kritik bleibt wirkungslos, wird regelrecht missverstanden. Der Spieler ist beleidigt und kommt die nächsten 3 Wochen nicht mehr ins Training. Aber vielleicht ist der Spieler gar nicht das Problem, sondern du. In dem heutigen Video geht es darum, wie du richtig kritisierst. Hallo und herzlich willkommen zur Trainevolution. Heute geht es darum, wie du richtig kritisierst, damit deine Spieler trotz deiner Kritik nicht beleidigt sind und weiterhin ins Training sehen. Dass sie deine Kritik eher als Motivation ansehen, sich weiterhin stetig zu verbessern. Die Kritik, das Kritikgeben, besteht aus 4 Bestandteilen. Der erste, zeitnah und konkret. Beim Punkt zeitnah und konkret geht es darum, dass Kritik so schnell wie möglich, allerdings in einem 4-Augen-Gespräch, beispielsweise nach der Trainingseinheit, dem Spieler mitgeteilt werden sollte. Nur nicht vor der gesamten Gruppe, vor der gesamten Mannschaft in Bezug auf Teamsport. Es führt nur zu Gesichtsverlust beim Spieler, er traut sich nicht mehr an die nächsten Aktionen. Ja, führt nicht den gewünschten Effekt herbei. Als nächsten Punkt bei zeitnah und konkret, es ist wichtig, dass wenn du in das Gespräch hineingehst, dass du die Zuhörbereitschaft herstellst. Bedeutet, dass du so eine kleine einleitende Frage stellst, dass du deinen Spieler, vielleicht auch deinen Mannschaftskollegen abholst. Weißt du, worum es heute geht? Führt dazu, dass der Spieler aufmerksam ist, er hört dir jetzt zu, jetzt kannst du wirklich mit ihm sprechen. Wichtig ist auch, dass du in Ich-Botschaften sprichst. Ich finde, mein Eindruck ist das und so weiter. Es gibt ja unzählige Formulierungen. Als letztes noch zu zeitnah und konkret, eben dieses Konkretisieren des Problems. Beispielsweise aus dem Handballsport, deine letzten 3 Pässe waren nicht gut. Da haben wir Fehlpässe gespielt, weil das hatte den Effekt, das und so weiter. Weil wenn wir sagen, du hast heute schlecht gespielt, dann kann der Spieler damit absolut nichts anfangen. Beim zweiten Punkt, beim Kritikgeben, geht es um offene Fragen. Bei den offenen Fragen geht es darum, dass du den Spieler mal dazu befragst, wie er denn zu dem Sachverhalt stehst. Im ersten Schritt haben wir ihn kritisiert, konkret und zeitnah kritisiert. Jetzt geht es darum, dass du dem Spieler eine Frage stellst, zum Beispiel, was glaubst du, woran hat es gelegen, was ist los, hol den Spieler ab. Es führt dazu, dass man sich auf einer Beziehungsebene begegnet, wo man den Spieler oft im Training nicht so wirklich berührt. Führt dazu, dass man eine sehr emotionale, persönliche und enge Gesprächsführung mit dem Spieler hat. Das kann im weiteren Verlauf in der Beziehung mit dem Spieler dir nur zugutekommen. Unter anderem, wenn du so eine Frage stellst, vermittelt es echtes, persönliches Interesse am Spieler. Das ist extrem wichtig, weil der Spieler versteht sich nicht nur gehört und auch verstanden, sondern du kommst deinen Spielern auch endlich etwas näher. Im dritten Punkt geht es darum, Vertrauen auszusprechen. Dieser Punkt, Vertrauen aussprechen, besteht aus 2 Teilen. Nämlich aus einem Satz, der aus 2 Teilen besteht. Einmal musst du motivierende Worte aussprechen. Beispielsweise, ich weiß, du kannst es besser. Im zweiten Teil von Vertrauen aussprechen geht es darum, dass du das Ganze nochmal emotionalisierst, indem du Bilder im Kopf erzeugst über eventuell bereits geschehene Ereignisse. Ich weiß, du kannst es besser, du hast es mir letzte Woche schon gezeigt. Im letzten Punkt geht es um Vereinbarungen. Du musst, wenn du deinen Spieler kritisierst, abschließend mit ihm eine Vereinbarung treffen, in Form von einem Ziel für die Zukunft. Beispielsweise, im nächsten Training konzentrierst du dich nochmal eine Stufe mehr, konzentrier dich etwas mehr auf deine Passqualität, auch nochmal in Verbindung mit diesem Vertrauen, die Vereinbarung mit dem Spieler gemeinsam treffen. Das Ganze soll aber auch noch einen Effekt erzielen beim Spieler. Hol ihn etwas ab. Zum Beispiel verknüpfe das Ziel des Spielers, zum Beispiel mehr Spielzeit, mit der Bedingung, die du ihm stellen möchtest. Also, wenn du dich in den nächsten Trainings mehr reinhängst, wird sich das in deiner Spielzeit widerspiegeln. Das wird den Spieler abholen und für die nächsten Trainingseinheiten mehr und mehr motivieren. Wenn du diese 4 Punkte befolgst,
mach ich mir keine Sorgen mehr, dass deine Spieler nicht mehr ins Training kommen, weil sie beleidigt sind nach deiner Kritik. Das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge von Trainerevolution. Lass uns auf jeden Fall ein Abo da, aktiviert die Glocke und ja, bewertet auf jeden Fall das Video. Außerdem versucht doch gleich mal in den nächsten Trainingseinheiten etwas Kritik zu üben. Und lass uns dann noch nachträglich einen Kommentar da, welche Erfahrungen du mit diesen 4 Punkten und Kritik generell gemacht hast. In diesem Sinne, nutze dein Mindset als Erfolgskatapult.